So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute wird es vielleicht eine kurze Sendung, wenn meine Stimme schon wieder angeschlagen ist. Also gut, kommen wir gleich zum DAX. Da hatte ich ja gestern Abend im Video erwähnt, dass wenn es hier runter auf diesen Aufwärtstrend gehen sollte, eine Long-Position eingenommen wird. Video 3, 9370 bis 80. Das Tief, ja, der DAX konnte die 9400 Punkte verteidigen und ist dann nach oben bullisch abgeprallt. Wie könnte es jetzt hier weitergehen? Ich bin hier fast geneigt zu sagen, diese Unterstützung wird vermutlich nicht halten, wenn sie angelaufen wird. Denn ich bin ein bisschen skeptisch geworden. Aber mit einer halben Positionsgröße lasse ich hier das Limit direkt jetzt hier bei, ja, am unteren Ende eben bei 9000. Aber da gebe ich nachher nochmal eine spezielle Meldung raus im Stream. Also ein Kauflimit bleibt bei 9360, aber das ist definitiv eine halbe Positionsgröße nur. Und der Stopp orientiert sich eben hier unten gut 100 Punkte tiefer, und dann, wenn man eben hier unten ein Limit hat, dann kann man auch wirklich den EMA 200 hier als Stopp Level dann nehmen. Die oberen beiden Verkaufslimit bleiben heute im Markt. Man kann das eine nur leicht nach unten schieben. Und wenn man jetzt hier auch eingestoppt wird, versuche ich auch möglichst hier, bevor jetzt vielleicht die 9,6 eben erreicht wird, wieder rauszugehen. Also einfach, wenn man jetzt hier wirklich eingestoppt wird, stoppt dann. Tja, was macht jetzt Guidance? Okay, nachladen. Dann den Stopp natürlich ranziehen, sobald sich die Situation ergibt. Und dann möglichst noch am heutigen Tag verkaufen. Zu der Airbus-Aktie, da werden jetzt hier die Gewinne komplett mitgenommen. Also das Setup ist jetzt passé. 51 war Einstiegszeitpunkt und jetzt hier nimmt man ja 10% sogar mit. Das obere Kursziel wäre jetzt hier wirklich nur im optimalen Fall möglich gewesen, beziehungsweise wenn jetzt natürlich der DAX auch die 9,650 erreicht, könnte natürlich die Airbus-Aktie da als großes MDAX-Schwergewicht natürlich auch mitziehen und vielleicht noch die 57 Euro erreichen. Aber was man hat, das hat man. Und somit ist jetzt nur noch ganz aktuell die Morphosis, da liegt man leicht im Gewinn, und die Apple. Die beiden sind eher auch für mich defensive Werte. Auch wenn das hier natürlich ein sehr spekulativer Wert ist, aber der Chart gibt definitiv hier unten große Unterstützung her und ist jetzt auch nicht groß im Fokus dann, wenn der Markt nochmal fallen sollte. Und hier war ja eh noch in Gesprächen ein Tief zu erreichen, deswegen passt es. Und jetzt kommen wir noch kurz zu den 7 Schwergewichten. Das sieht, auch wenn jetzt hier wieder der EMA 200 erreicht wird, sieht die Bayer sieht trotzdem sehr gut aus, steht ja auf Wochenhoch, genauso eben wie eine BASF, die hat sich auch jetzt hier Boden ausbilden können. Das sollte jetzt hier das definitiv nicht, den Stopp nicht hier unten sein, sondern schon bei 58,10 etwa, wer eingestiegen ist. Und na, Allianz hat, glaube ich, irgendwie Zahlen oder Geschäftszahlen, Dividendenkürzungen, aber ich habe da jetzt nicht groß nachgeschaut, ist aber einfach mit einem Gap-Down gestartet. Will ich jetzt dann nicht die Hand ins Feuer legen, ich habe da jetzt nicht groß mehr nachgeschaut, sieht jetzt natürlich nicht mehr so ganz prickelnd gut aus. Nee, die Siemens erreicht hier im Wochenchart die Unterkante, könnte aber jetzt eben hier auch abprallen. Hier steht er im Tageschart über dem EMA 38.
Hier ist eben weiter, deswegen war eben auch Siemens schon interessant. Hier ist nämlich eine Abwärtsbewegung, konnte man hier zu Ende zählen. Jetzt könnte es hier der erste Impuls sein, eben auch nochmal eine Abwärtsbewegung und dann nochmal eine weitere, die sich dann Richtung 86 vielleicht ausdehnen kann. Und im Idealfall sogar zu 89. Die Daimler, da gab es jetzt auch Gerüchte oder Klagen gegen den Abgasskandal auch bei denen, oder nicht Skandal, sondern dass die Abgaswerte nicht gestimmt haben. Gab es heute schlechte Unternehmensnachrichten und eine SAP erreicht jetzt hier die Oberkante des Rainbows und wird vermutlich jetzt hier nicht nach oben ausbrechen können, jedenfalls nicht direkt. Hier liegt dann auch noch direkt die 70-Euro-Marke, also werden hier wahrscheinlich auch Marktteilnehmer Gewinne mitnehmen und somit eben auch den DAX womöglich nach unten treiben. Das Fazit ist also, gleich schauen wir noch auf den Wochenchart, ein paar von den Big Playern haben definitiv noch Aufwärtspotenzial, wie eine Bayer oder eine BASF. Eine SAP eher nicht, kurzfristig. Eine Siemens sollte auch eher fallen und eine Daimler ist schon in der Konsolidierung und sollte seitwärts und später nochmal dann ansteigen. Deshalb zum DAX. Schauen wir hier im Tageschart an. Hier kann womöglich eben hier auch schon die Aufwärtsbewegung zu Ende sein und kann nicht hier, nun wurde eben nicht die 9,6 erreicht, 9,650 auch. Und wenn man jetzt hier Fibonacci einzeichnet, wäre eben erst bei 9226, sag ich mal, hier nach Fibonacci ein Einstieg dann möglich und die unteren liegen eben bei 9,1. Deswegen kann es eben, kann der heutige Einstieg doch vielleicht falsch liegen, aber wie gesagt, eine halbe Positionsgröße. Die Woche lief ja blendend. Kann man noch am Freitag riskieren, werde ich auch riskieren und die restlichen Setups sind ja bis auf, wie gesagt, Morphosis und Apple fast alle in die Gewinnzone gelaufen. Und nächste Woche wird dann, ja, neue Setups werden dann präsentiert, beziehungsweise vielleicht auch erstmal aus Seitenlinie sein und schauen, was die Märkte dann für Wochenkerze hingelegt haben. Danke fürs Zuhören und wer schon auch unterwegs ins Wochenende ist, soll das Wochenende auch genießen. Bis dann. Tschüss.